Hallo, wir halten mal Lehrgänge gleich über die drei Bücher. Homo Faba, Agnes und Dr. Tod. Die könnt ihr hier ja auch noch mal sehen. Ihr kennt die ja alle. Und am Anfang möchte ich mal wissen, wer hat denn alle drei dabei? Gute Leistung, würde ich sagen. Gut, und noch was. Ich möchte mein Referat so aufbauen, dass wenn ihr Fragen habt oder auch Anmerkungen, wenn ihr was wisst, was ihr noch dazu sagen wollt, das möchte ich, dass ihr auch wirklich sagt. Also nicht, dass ich da vorne stehe und euch irgendwas erzähle und ihr denkt, ah, das ist noch und das ist noch. Also ihr könnt da ruhig eure Hand heben und dann noch was sagen. Meine Gliederung, die könnt ihr hier hinten sehen, anhand von einer Uhr quasi aufgebaut. Ich fange jetzt an mit der Personenkonstellation, die könnt ihr hier auch schon sehen, damit man wirklich nochmal einen gesamten Überblick hat, weil das ist ja schon ein bisschen her, dass wir Homo Faber und Agnes hatten. Hier mache ich weiter dann den Stil, da habe ich noch ein paar Unterpunkte, ganz allgemein der Aufbau, die Rolle der Zeit auch, Selbstbildnis, Distanzproblematik kennen wir ja schon, Schulden, Verantwortung, Frauenfiguren, die Beziehung zwischen Mann und Frau, Krankheit und Tod und natürlich auch Sexualität. Ja. Jetzt möchte ich beginnen, und zwar mit meinen Personenkonstellationen. Und da hätte ich gerne als erstes mal für die Personenkonstellation von Homo Faber einen Freiwilligen. Nicole? Ihr könnt es hier jetzt auch an den Farben sehen. Homo Faber habe ich allgemein rot gemacht. Dr. Tod gelb und Agnes eben lila. Das spiegelt sich auch in der Präsentation später wieder. So, hilfst du mir mal, die ein bisschen in die Mitte zu schieben? Genau. So, das kennt ihr wahrscheinlich schon mal. Ich habe das letztes Jahr auch schon mal gezeigt. Das möchte ich aber jetzt gern wiederholen. Und da würde ich dich, Nicole, bitten, was kannst du denn aus dem Schaubild ablesen? Was weißt du noch von letztem Jahr? Ja, also der Walter Faber ist eben umgeben von den verschiedenen wichtigen Sachen, die für ihn halt wichtig sind. Eben die Technik und die Formeln und alles, was man halt gut voraussehen kann, das sind halt Sachen, die für ihn entscheidend sind und auch sein Leben bestimmen. Genau, also der Homo Faber schützt sich vor der Umwelt, indem er eben sich ganz stark an der Technik und an der Rationalität orientiert, an der Mathematik, Wahrscheinlichkeit und auch an den Formeln. Das heißt, er baut sich seine eigene Welt, es läuft alles durch einen sachlichen Filter, damit er in seiner Welt auch bestehen bleibt. Dann gibt es aber eine Veränderung, eine Wandlung im Buch, das wissen wir ja alle und die ist hier abgebildet. Kannst du dazu auch was sagen? Ja, also hier sind ja dieses Kreisförmige wieder, was ihn halt so umgibt. Aber diese blauen Pfeile zeigen ihm, dass es auch Risse bekommt, dass es ihm langsam einbricht. Dass er sich auch wandelt und dass er auch Einbrüche in seiner Welt auch zulässt. Wer könnte das denn sein? Wer ist denn maßgeblich dafür ausschlaggebend, dass er sich wandeln kann oder wandeln will, Caroline? Die Sorge. Und inwiefern trägt sie dazu bei? Ja, die Sorge ist ja ein bisschen so ein Abbild auch von der Hannah. Und ja, dadurch fühlt der Faber sich halt nicht so alt durch die Hannah. Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen? Ja, du hast schon recht, dass Sabit auch ein Grund dafür ist. Ja, Vicky? Ja, die ist halt so ein bisschen flippiger, würde ich jetzt sagen. Die ist halt nicht so wie er, so rational und so, mit immer alles in Formeln und der Wahrscheinlichkeit. Ja. Also mit ihrer Persönlichkeit kommt die ist halt komplett Gegensatz irgendwie. Sie bildet einen ganz großen Kontrast auch zu Faber und er fühlt sich natürlich an die frühere Zeit auch erinnert mit Hannah. Ja, Marcel, du auch noch was? Ja, zum anderen, dass die das überhaupt trifft, weil es die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Tochter auf der Schifffahrt trifft. Genau. Ja, und außerdem ist sie auch mehr kunstorientiert und also nicht technikorientiert. Ja, das ist ganz wichtig. Also es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt plötzlich seine Tochter, von der man jahrelang nichts gewusst hat, auf einem Schiff trifft. Ja, und man kann die Wandlung vom Faber ganz deutlich in dem Buch eben sehen, weil er nach und nach von der Rationalität und der Mathematik und den Punkten ablässt. Er orientiert sich immer mehr an anderen Dingen. Er verleugnet es zwar teilweise noch, aber man merkt es zum Beispiel im Flugzeug, als er sagt, ja, sie könnte fast meine Tochter sein. Er versucht, andere Leute zu berühren, ihm macht es was aus. Wenn andere ihm nicht antworten, zum Beispiel als der Mann neben ihm sitzt, der nicht weiß, wer der ist. Ja, genau, das kann man dazu sagen. Okay, können wir wieder zurückziehen? Jetzt kannst du dich hinsetzen. Kannst du jemanden aussuchen, der als nächstes kommen soll? Such einfach jemanden aus. Ja.
Dann bei Sebastian. Typisch egal. Ich meine, es ist ja Dantons Tod, da kennst du dich ja aus. Ja, hier habe ich dasselbe Spiel gemacht, nur ist es natürlich ein ganz anderes Buch. Was erkennst du aus dem Schaubild? Oder was würdest du da interpretieren? Also hier ist Danton und gegenüber sind halt die Dantonisten, seine Freunde, die ihn auch unterstützt haben. Und hier sieht man, dass im Laufe des Buches die Danton und die Dantonisten zusammenrücken. Genau. Im gemeinsamen Kampf um Freiheit. Ja. Genau, also das hat er schon ganz gut ausgedrückt. Hier der rote Pfeil mit der Aktivität drin bedeutet, dass Danton eben im Laufe des Buches von der Untätigkeit zur Aktivität wechselt. Also natürlich bringt es ihm dann nicht mehr so viel, aber dadurch, dass er aktiver wird, wird er auch mehr zu seinen Freunden geschoben. Am Anfang war er wirklich abseits, er hat sich immer so viele Gedanken gemacht und hat gesagt, ich werde, du wirst, er wird. Er hat seine Freunde nicht wirklich ernst genommen, seine Freunde haben an ihn appelliert und dann irgendwann rafft er sich dann auch auf und dadurch entsteht eine größere Verbindung zwischen ihm und seinen Freunden. Das ist hier dargestellt, ja. Und der Kampf um die Freiheit ist eben das gemeinsame Ziel, worum sie auch kämpfen. Und ein gemeinsames Ziel bringt immer zusammen. Okay, hilfst du mir? So, jetzt darfst du auch jemand raussuchen. So, hier, so. So, hier haben wir dasselbe Spiel wieder mit Agnes. Was kannst du denn dazu sagen? Ja, also, die Agnes ist ja, es geht ja in dem Roman um Agnes, um diesen Schweizer Sachbuchautor, die ja eine Liebesbeziehung miteinander haben, die aber nicht so, ja, also da ist auch eine gewisse Distanz dabei. Und ja. Die Agnes wird ja schwanger, die verliert aber das Kind und er schreibt trotzdem dann über diese fiktive Tochter Margarete. Und immer wenn es mit der Agnes schlecht läuft, dann kommt die Luise dazu und mit der hat der Schweizer Sachbuchautor so eine Affäre. Und der Herbert, der ist ein Freund von der Agnes und mit dem zu dem wollte sie ja auch gehen, wenn sie das Kind kriegt. Und ja. Ihre frühere Liebe? Oder erst ja. Ist die frühere Liebe von ihm, oder? Ja, genau. Genau, das hast du ja auch super erklärt. Also da habe ich fast nichts mehr zu ergänzen, weil in dem Buch gibt es wirklich sehr wenige Protagonisten. Die beiden Protagonisten sind Agnes und der Schweizer Sachbuchautor. Die stehen auch tatsächlich im Zentrum, also um die geht es natürlich meistens. Und ein großer Teil stellt auch die fiktive Tochter dar, die ganze Geschichte dann letztendlich auch nochmal in die ganz falsche Richtung lenkt. Fiktiv ist es natürlich, weil das Kind leider stirbt. Hier unten und hier oben haben wir so ein bisschen die Gegenparteien, vor allem die Louise ist natürlich so eine Gegenpartei zur Agnes. Sie will dem Schweizer Sachbuchautor deutlich machen, hey, ich will nur Spaß, auf mich brauchst du nicht so zu achten, ich bin nicht so kleinlich und so haha wie die Agnes. Ja, willst du das sagen? Ja, ich wollte vielleicht dazu noch was ergänzen, die Louise ist vielleicht erst so der zu offene Mensch und die Agnes ist vielleicht eher der zu verschlossene Mensch. Das merkt man ja auch, wie die da auf dem Balkon stehen, als bei dieser einen Party da. Ja, obwohl man auch dazu sagen muss, die Louise tut auf eine Art und Weise auch nur so, als wäre sie sehr offen, um ihn einfach auch umzukriegen. Weil man merkt, sie mag es nicht so, dass der Schweizer Sachbuchautor nicht so auf sie eingeht. Aber dass Agnes schon auch die Distanz darstellt, hast du richtig gesagt, genau. Ja, und Herbert ist eben ein früherer Freund von Agnes und da wird eben von der Party auch erzählt, also Herbert, was von ihr wollte. Das ist auch der einzigste Mann, von dem wir erfahren, wo Agnes eben kennengelernt hat. Okay, kannst du mit helfen hinterstehen? Okay, dankeschön. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Stil der Bücher. Nicole, kommst du mal und hilfst mir? Machst du den Pfeil bitte auf den Stil?
Genau, und dann würdest du die Nadel hier aufheben und reinmachen. Danke. Okay, jetzt geht dein echtes Wort weiter. Also wenn ihr was nicht lesen könnt, gerade mir sagen, dann macht es entweder heller oder ich sage euch, was drin steht. Hier seht ihr wieder die Farben, rot, lila und gelb. Also Homo Faber, Agnes und Dantons Tod. Ja, ich würde mal bitten, den Marcel, lest mal die Spalte hier vor. Also ja, bei Homo Faber, Agnes. Nee, nur das. Für die erste. Genau, damit ist gemeint, dass bei Homo Faber und Agnes das Buch aus Erzählungen und Dialogen besteht. Also im Gegensatz zu Dantons Tod, wo das ganze Buch eigentlich nur aus Dialogen und hier auch aus Gesprächen untereinander besteht. Der Unterschied hierbei zwischen den beiden Büchern ist aber, dass bei Homo Faber die Erzählungen überwiegen, dadurch, dass es natürlich ein Tagebuchstil ist. Manchmal werden eben aber auch Dialoge zwischen Sabit und ihm eben auch aufgegriffen. Und bei Agnes ist es ungefähr ein Gleichgewicht. Also dadurch, dass das ja auch vom Ich-Erzähler geschrieben ist, sind manchmal Dialoge und dann mal wieder Erzählungen. Bei Dantons Tod, ich meine, das kennt ihr ja alle, ist wie so ein Theaterstück, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, vierter Akt, erzählt wird da gar nicht. Wenn, dann kommen da manchmal innere Monologe vor, aber es spielt alles in der Gegenwart, also wo wir auch sind. Bei Homo Faber und Agnes ist es wieder so, dass natürlich auch Rückblenden und Vorausdeutungen ihren Platz finden, was im Tagebuchstil von Agnes und auch von Homo Faber und von dem selbst Niedergeschriebenen bei Agnes sich widerspiegelt. Hier sind die Rückblenden nur ab und zu und auch ab und zu Vorausdeutungen. Und hier ist es so, am Anfang ist es eine Vorausdeutung. Also man sagt, Agnes ist tot, eine Geschichte hat sie getötet. Und in diesem ersten Kapitel wird eigentlich nur erzählt und am zweiten Kapitel ist es dann eine Rückblende, also was ist eigentlich wirklich passiert. Ja, und hier, wie ich schon die ganze Zeit erwähnt habe, ist eben der Tagebuchstil ganz oben und aber auch Rechtfertigung, was hier eher nicht so seinen Platz findet, weil Homo Faber sich immer selbst rechtfertigt und um sich das auch selbst zu erklären. Jetzt machen wir weiter, also mit dem Unterpunkt von dem Stil. Der Vorwegnahme der Ereignisse. Kann da vielleicht mal jemand erörtern, was ich damit meine? Vorwegnahme von Ereignissen, was ist das zum Beispiel? Vicky, machst du es gerade hin? Flo? Ja, es gibt ja Vorausdeutungen, zum Beispiel den Homo Faber, dass Sabit seine Tochter ist, obwohl man in der eigentlichen Erzählzeit ist, noch gar nicht wissen kann. Genau. Hat noch jemand ein Beispiel bei Agnes? Habe ich gerade schon gesagt, ja? Ja, auch gleich, dass dann auf der ersten Seite steht, Agnes ist wohl eine Geschichte, hat sie getötet, also man erfährt quasi schon gleich mit dem Ereignis, noch bevor man eigentlich im Buch drin ist. Ja, man kennt die Person gar nicht, man kennt weder Agnes noch Sabit, aber trotzdem wissen wir schon, wie die Geschichte ausgehen wird, sondern, weil sie sterben werden. Und da, bei Homo Faber würde ich jetzt gerne mal, dass jemand das Zitat vorliest und danach auch das. Hanna gehört, ich wüsste heute noch nicht, dass ich ja, genau, das hast du ja gerade eben schon gesagt. Das spielt an darauf, dass er eben Vater ist. Wir erfahren das, kennen aber seine Tochter noch gar nicht. Zeile 8, Nicole? Genau, also wir erfahren über Sabits Tod, obwohl wir nicht wissen, also in dem Moment wissen wir noch nicht, ist Sabit jetzt seine Tochter oder wer ist es überhaupt? Wir können es uns zwar denken, aber ist nicht sicher. Dann zu Agnes. Caro? Agnes Tod, eine Geschichte hat sie getötet. Ja, genau, also hier erfahren wir wieder vom Tod und von einer mysteriösen Geschichte. Das geht nicht, dass eine Geschichte jemanden tötet, aber es ist eben trotzdem so. Also das bleibt ganz offen und man ist erstmal total verwirrt. Und dann bei Dortmunds Tod. Vicky? Ich
Sie frisst ihre eigenen Kinder. Zeile 23, Zeile 22, wirklich? Ja gut, dann habe ich mich da vertan, aber ist ja jetzt auch nicht so wild. Bei Dortons Tod ist es eben so, bei Frist ihre eigenen Kinder ist eben auch so gemeint, es gibt keine Vorausdeutung von den Ereignissen, es gibt nur Ahnung. Und zum einen weiß man, okay, die werden sich wahrscheinlich noch die Finger an der glühenden Statue quasi verbrennen, aber es ist nicht sicher, also das ist ganz offen, also Vorausdeutung in dem Sinne nicht und Vorwegnahme erst gar nicht. Aber wir alle wissen eigentlich, indem wir das Buch lesen, dass es dazu kommen wird. Jetzt machen wir mal weiter mit der Bedeutung dieser Punkte. Also, wir haben ja jetzt gesehen, bei Homo Faba gibt es Vorwegnahme von Ereignissen, bei Agnes auch und bei Dantons Tod eigentlich nicht. Wir können nur ahnen, was wir vorwegnehmen könnten. So, und natürlich ist es jetzt eigentlich nur der Stil des Buches, wie er geschrieben ist, aber ich habe daraus auch auf zwischenmenschliche Beziehungen geschlossen. Nee, nicht das. Was ist denn das hier? Du machst immer wieder so ein Zeichen. Hey, echt? Hier, ich hab's gefunden. Ich schließe auch zwischenmenschliche Beziehungen, weil das Augenmerk wird eben auf die zwischenmenschlichen Beziehungen gerichtet. Dadurch, dass wir von Agnes und Sabit erfahren, sind wir ganz gespannt drauf, was passiert denn zwischen denen eigentlich. Und das passiert bei Dortmund nicht, weil es einfach zu viele Beziehungen auch sind. Bei Dortmund wird es im Gesamtkontext gesehen und bei Homo Faba und bei Agnes ist die zwischenmenschliche Beziehung ganz wichtig. Aber hier erkennt man dadurch, dass Ereignisse vorweggenommen wird, auch den Charakter der Protagonisten in Bezug auf ihre Wandlung. Und das kommt euch wahrscheinlich auch komisch vor, aber das werde ich euch jetzt hier im Folgenden erklären. Der grobe Unterschied ist, dass bei Dortmund steht bei der, Dortmund steht bei der Untätigkeit. Also er macht zu wenig, er denkt zu viel nach und man wünscht sich, dass Dortmund mehr tun würde und weniger nachdenken würde. Also sich nicht immer verrückt machen würde. Ich muss über das nachdenken und was ist mit dem und was ist der Tod und was wäre, wenn nichts und so. Und deswegen wünscht man sich, dass Dortmund eben zur Tätigkeit wechselt. Bei Homo Faba und Agnes ist das ganz anders. Die sind da, die sind bei der Untätigkeit, die sind bei der Tätigkeit und bei zu wenigen Gedanken. Die müssten aber hierhin, also zur Untätigkeit und zu mehr Gedanken. Also der Homo Faba müsste sich drüber nachdenken, was habe ich denn eigentlich, was beschäftigt mich so, was ist in mir, bin ich krank oder bin ich nicht und soll denn nicht so viel reisen und sich nicht so viel ablenken. Also soll er auch dahin kommen. Bei Agnes ist es ganz genauso, der Autor schreibt die Geschichte, also der Sachbuchautor, macht sich viel zu wenige Gedanken, was er bei Agnes da überhaupt anrichtet und sollte dann eigentlich auch mal zu weniger Taten wechseln, also er soll weniger an der Geschichte arbeiten und sich mehr Gedanken machen. Das Problem dabei ist jetzt, wenn Agnes oder Homo Faba auch in dem Stil von Dortmunds Tod geschrieben wäre, dass wir nur die Dialoge zwischen den Menschen erfahren würden, würden wir gar nichts über ihre Gedanken erfahren. Also wir benötigen den Tagebuchstil und diese Geschichte, die selbst von dem Sachbuchautor niedergeschrieben ist, weil die behalten ihre Gedanken für sich. Bei Dortmund ist es ganz anders. Der sagt ganz anders, dass er keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Bei dem wissen wir, was er denkt, weil er über gar nichts anderes redet. Und deswegen wünschen wir ja, dass er sich weniger Gedanken macht und die sich mehr Gedanken machen. Habt ihr das soweit verstanden oder ist das unklar? Soll ich es nochmal erläutern oder nicht?
So. Hier, das jetzt nochmal zusammengefasst. Hier unten haben wir Danton, wie auf der Folie vorher. Und hier oben haben wir Homo Faber und auch Agnes. Das habe ich euch jetzt nochmal dargestellt. Danton braucht nur die Gespräche untereinander, um wirklich zum Ziel zu kommen. Agnes und Homo Faber von da oben, die Gedanken werden von den Taten überdeckt. Also sie tun zu viel. Ihre Gedanken, die verschlucken sie selber. Die brauchen die Rückblenden oder wir brauchen die Rückblenden und die Vorausdeutung und die Rechtfertigung, dass wir die Gedanken von den Taten überhaupt unterscheiden können. Weil es widerspricht sich ja manchmal total, was man tut und was man denkt. Und das ist der Grund, warum ich aus der Vorwegnahme von Ereignissen und von dem Stil der Bücher auf die Persönlichkeit der Protagonisten geschlossen habe. Okay. Ja, klar. Also das ist jetzt nicht direkt zur Rückblende. Das ist einfach dahin, wo Agnes und Sabit, also in dem Buch Homo Faber und Agnes, wo die angefangen hat, soll er hinkommen. Also die sollen woanders hinkommen. Die sollen dahin kommen, wo Danton war, und Danton soll dahin kommen, wo Homo Faber und der Sachbuchautor war.